Straße hält ihr verzaubert sie. Ihr ist niemals gestorben, ihr liebt an ihm noch jetzt. Ihr hat im Schloss verborgen, zum Schlaf sich hingesetzt. Hallo zusammen. Heute sind wir vorm Kyffhäuser, auf dem Kyffhäuser, hier vorm Barbarossa-Denkmal und haben es leider nur an einem Sonntag wieder geschafft. Sehr viele Touristen hier oben, aber wir versuchen mal wieder einiges Interessantes zusammenzutragen und auch ein bisschen aus der Mythologie und aus dem Sagenbereich euch zu erzählen. Des Reiches Herrlichkeit und wird einst wiederkommen mit ihr zu seiner Zeit. Der Kyffhäuser ist ein Mittelgebirge südöstlich des Harzes, das sich mit seinen 19 Kilometern Länge und 7 Kilometern Breite durch Teile von Thüringen und Sachsen-Anhalt erstreckt. Seine höchste Erhebung ist der Kulpenberg, der schon früh von Menschen besiedelt wurde und auf dem sich heute noch die Ruinen der Reichsburg Kyffhausen befinden. Das kleine Gebirge bildete eine Art Brückenkopf zwischen dem Harz und Thüringen, was ihn zum perfekten Standort für den Bau einer Burg prädestinierte. Durch den Tisch gewachsen, worauf sein Kinn ausruht. Hier liegt als nie im Traum, sein Auge halb offen zwingt und ihn auch lang. Heute trifft man dort zunächst auf eine Reihe von kleinen Kiosken, in denen der Besucher sich mit den üblichen Souvenirs und allerhand Touristeninformationen eindecken kann. Es gibt Restaurants und dazwischen ortsbezogene Holzkunst zu entdecken. Als eine dem Harz vorgelagerte Bastion hatte der Kyffhäuser schon während der Völkerwanderungszeit eine große strategische Bedeutung, die sich durchs Mittelalter bis hin in die deutsche Kaiserzeit zog. Kurzum, dieser Höhenzug hat eine bewegte Geschichte und in den vergangenen Jahrtausenden auf seinem Rücken etliche Menschen kommen und wieder gehen sehen. Wer heute den Kyffhäuser besucht, sollte also die Möglichkeit nutzen, sich mit der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts ein wenig vertrauter zu machen, deren Zeugnisse hier zu finden sind. Im Jahre 1870 tobte ein Krieg zwischen Preußen und Frankreich, den schließlich Preußen im Verbund mit weiteren deutschen Ländern für sich entscheiden konnte. Dieser siegreiche Bund führte zur deutschen Einigung sowie der Schaffung eines deutschen Nationalstaates. Nach einem Triumphzug der deutschen Truppen durch Paris wurde Kaiser Wilhelm I. im Jahre 1871 im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles zum ersten deutschen Kaiser proklamiert. Womit die Gründung des deutschen Kaiserreiches einherging. Vor diesem Hintergrund also gilt es, das Denkmal genauer zu betrachten.
Es war die alte Barbarossa-Sage, die den Anlass gab, auf dem Kyffhäuser in den Ruinen der alten Reichsburg ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal zu errichten. Mit Wilhelms Proklamation zum deutschen Kaiser am 18. Januar 1871 hatte sich damit die schon lange ersehnte deutsche Einheit verwirklicht. Die alte Sage war demnach erfüllt und Wilhelm als Vollstrecker dieser Einheit wurde enthusiastisch gefeiert. Überschwänglich bezeichnete ihn der Volksmund schon bald als der Weißbart auf des Rotbarts Throne. Nach seinem Tode im Jahre 1888 wurden in Deutschland fast 300 Kaiser-Wilhelm-Denkmäler errichtet. Eine regelrechte Denkmalwut brach aus. Jede Stadt, jede Region wollte ein eigenes besitzen. 43 davon existieren noch in Deutschland. Die meisten anderen wurden durch Bombenangriffe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg zerstört oder wurden zwischenzeitlich demontiert. Bereits 3 Tage nach dem Tod Kaiser Wilhelm I. am 9. März 1888 stellte Dr. Westphal, Schriftführer des Deutschen Kriegerbundes, den Antrag, Kaiser Wilhelm zu Ehren auf dem Kyffhäuser ein Denkmal zu richten. Die Finanzierung des Denkmalbaus sollte durch freiwillige Spenden von Krieger- und Soldatenvereinen erfolgen. Den Wettbewerb der Ausschreibung zum Monument gewann einer der damals um 1900 bekanntesten und ideenreichsten deutschen Architekten, Bruno Schmitz. Von ihm stammen auch die weiteren populärsten Kaiser-Wilhelm-Denkmäler, wie etwa das am Deutschen Eck in Koblenz, oder das an der Porta Westfalica. Von Bruno Schmitz stammt ebenfalls das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Das einzige Denkmal, welches den Kyffhäuser noch überragt. Die Bauarbeiten auf dem Berg begannen 1890, der zunächst entgrünt und planiert werden musste. 1892 erfolgte die Grundsteinlegung und nur 4 Jahre später konnte die Einweihung erfolgen. Eine krasse Leistung, wenn man bedenkt, dass sie damals über weit weniger technische Hilfsmittel verfügten, wie das heute der Fall ist. Über 400 Arbeiter und Steinmetze kamen zum Einsatz. Verwendet wurde hauptsächlich rötlicher Sandstein, der direkt vor Ort gebrochen werden konnte. Der natürlich belassene Steinbruch direkt vor Barbarossa war im ersten Entwurf des Architekten noch gar nicht geplant. Demnach hätte man noch bis zur Figur vorlaufen können. Doch während der Bauarbeiten entschied sich Bruno Schmitz um. Der befand, dass die natürlichen Steine dem Besucher einen besseren Eindruck des unterirdischen Sagenschlosses vermitteln würden. Figurengruppen rechts und links unterhalb des Barbarossas sollen den Hofstaat darstellen. Mythische Gestalten und Wesen, die mit ihm im unterirdischen Schlosse schlafen. Barbarossa selbst hat eine Höhe von 6,5 Metern und ist dargestellt, wie man ihn sich aus der Sage gut vorstellen kann. Ein schon älterer, aber immer noch kraftvoller Herrscher zum Zeitpunkt seines Erwachens. Schild und Speer und Speer, fliegen wir nach Nordlands Winden, bis wir im fernen grauen Meer die Insel zu befinden. Die
Direkt darüber erhebt sich das monumentale Reiterstandbild von Wilhelm I. mit den beiden Nebenfiguren. Wilhelm sitzt hoch zu Ross und reitet in das Land hinein. Nicht als Kaiser, sondern als Feldherr dargestellt, trägt er militärische Uniform und Pickelhaube. Als weiteres Symbol der Wehrkraft wird er linker Hand von einem germanischen Krieger flankiert. Das Ganze muss freilich aus dem Zeitgeist des 19. Jahrhunderts betrachtet werden, in dem gerade Wehrhaftigkeit und Soldatentum eine zentrale politische wie auch gesellschaftliche Bedeutung haben. Zudem waren diverse Krieger- und Soldatenvereine direkte Spenden- und Auftragsgeber des Denkmals, die ihre Tugenden verewigt wünschten. Somit sind entsprechende Willensbekundungen der Krieger- und Soldatenverbände in den Stein gemeißelt. Für Kaiser und Reich. Dicke Eier zu demonstrieren war also wichtig. Die Figur zu Wilhelms rechter Seite verkörpert die Geschichte und hält einen Eichenlaubkranz in den Händen, was mit auf den bescheidenen Vergleich zu einstigen römischen Cäsaren verweist, in deren Nachfolge Wilhelm sich wähnte. Die gesamte Figurengruppe ist aus 2 bis 3 mm starken Kupferplatten erstellt, hat eine Höhe von knapp 11 Metern und soll 336 Zentner wiegen. Teil am vorgelagerten Sims wurden plastische Schmuckelemente wie Kriegsfurien und Schlangen eingearbeitet. Spruchbändern in oberem Gesims stehen all jene Staaten, die sich 1871 zum Deutschen Kaiserreich vereinten. Den architektonischen Abschluss des Turmes wird durch eine 6,5 Meter hohe stilisierte Kaiserkrone gebildet. Auch lohnt sich die 247 Stufen in die Turmspitze hinaufzusteigen, da man von dort oben das einmalige Panoramabild über das Kyffhäusergebirge bis hin zum Harz und Thüringer Wald genießen kann. Die Gesamthöhe beträgt 81 Meter.
wonach das Kaiser-Wilhelm-Denkmal nach dem Völkerschlacht-Denkmal in Leipzig das zweitgrößte freistehende Architekturdenkmal in Deutschland darstellt. Schon kurz nach seiner Einweihung taufte der Volksmund es allerdings um zum Kyffhäuser-Denkmal oder noch schlichter zum Kyffhäuser. Auch Deutschlands tiefster Brunnenschacht lässt sich hier finden. Ganze 176 Meter ist er tief. Man hatte also lange zu kurbeln, um einen Eimer Wasser nach oben zu befördern. Hier der romanische Bergfried, der während der Regierungszeit Barbarossas entstand und seitdem die Silhouette des Kyffhäusergebirges prägt. Einst gut 30 Meter hoch, sind heute noch etwa 17 Meter von ihm erhalten. Die einstige Reichsburg, vermutlich bereits im 11. Jahrhundert von König Heinrich IV. Erbaut, wurde unter Barbarossas Herrschaft zum Wahrzeichen kaiserlicher Macht, die eine gewaltige politische Bedeutung als Feste zwischen den großen welfischen Herzogtümern darstellte. Der charismatische Friedrich I., aufgrund seines rötlichen Bartes Barbarossa genannt, regierte fast 40 Jahre lang als König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Aufgrund seines hervorragenden Organisationstalentes und Militärverständnisses bewahrte Barbarossa geschickt den Frieden innerhalb von Deutschland, während er ganze 6 Expeditionen nach Italien unternahm, um dort der päpstlichen Autorität zu trotzen. Wie alle Herrscher des Mittelalters regierte auch Barbarossa vom Sattel aus. Heißt, er war ein Reisekönig. Der Mittelpunkt des Reiches befand sich also immer dort, wo sich der Hof mit seinem Herrscher aufhielt. Nur wo er präsent war, konnte er sich auch behaupten. Daher führten ihn seine ersten Reisen zum Kyffhäuser und in die von Dauerfäden zerrüttete Reichsprovinz Sachsen, die damals von der Nordsee bis zum Erzgebirge reichte. In dieser Provinz saßen viele Fürsten, Bischöfe, Herzöge, Markgrafen, Landgrafen, Pfalzgrafen und Grafen. Vor dieser Machtzusammenballung galt es für ihn, geordnete Verhältnisse herzustellen. Ein Reich ebenso groß wie zerrissen, das Barbarossa zu befrieden anstrebte. Nur jenem Herrscher, dem es gelang, Frieden und Recht zu wahren, konnte damit rechnen, dass er im Jenseits dafür Lohn erhalten konnte und den Ruhm der Nachwelt für sich einstrich. Durch geschicktes Verteilen von Ländereien, Fürsten- und Bischofstiteln sowie dem Ausbau von mehreren Burgen schaffte er es, viele Herzogtümer auf seine Seite zu bringen, um so die Vormachtstellung des Heiligen Reiches weiter voranzutreiben. Sah sich Barbarossa doch als neuen Herrn der Christenheit, der sich als Kaiser selbst eine von Gott gegebene Ordnungsmacht einräumte, die zumindest gleichwertig neben die kirchliche Ordnungsmacht zu stellen war. Barbarossa assimilierte diverse italienische Stadtstaaten und forderte schließlich die Kontrolle über das gesamte Kaiserreich, bevor er sich mit der Opposition friedlich einigte. 1180 wandte er seinen Blick auf innere Angelegenheiten und stürzte Heinrich den Löwen, einen der mächtigsten deutschen Prinzen jener Zeit, worauf er im ganzen Reich den sogenannten Frieden von Konstanz ausrief.
Trotz seines gespannten Verhältnisses zur Kirche und seines vorgerückten Alters folgte Barbarossa dem Aufruf des Papstes zum dritten Kreuzzug und verstarb während seines Feldzuges. Allerdings nicht auf dem Schlachtfeld, sondern beim Baden in dem Fluss Salef in Kleinasien, wobei ihm sein Herz versagt haben soll. Seine Taten und sein Heldenmut aber sollten ihn zum deutschen Volkshelden machen. Der Legende nach schläft er noch immer im Inneren des Kyffhäusergebirges, bis er dereinst zurückkehrt, um Deutschland in ein goldenes Zeitalter zu führen. Dichter und Literaten der Romantik trugen das ihrige dazu bei, um der Sage neuen Glanz zu verleihen. Da kam es gerade recht, dass man im Jahre 1865 während Grabungsarbeiten unterhalb der Ruine der Falkenburg auf eine Höhle stieß. Diese besaß mehrere natürliche Hohlräume von beeindruckender Größe und Schönheit, weshalb der ursprüngliche Betrieb eines geplanten Bergbaustollens wieder in den Hintergrund gestellt wurde. Eine Schauhöhle wurde eingerichtet, die, eingedenk der alten Sage vor Ort, auch schnell ihren Namen fand: die Barbarossa-Höhle. Und genau zu dieser begeben wir uns jetzt. Im Jahre 1866 erließ das fürstliche Schwarzburgische Bergamt zu Könitz eine Verordnung, die den Eintritt zur Höhle auf 5 Silbergroschen pro Person festsetzte. Dafür erhielt man damals 15 Eier oder ein Stück Butter. Derzeit ist man bei uns mit 8,50 Euro dabei. Und wer fotografieren oder filmen möchte, muss noch einmal 2 Euro zusätzlich berappen. Als das Denkmal gebaut wurde, war die Schauhöhle also bereits schon 26 Jahre geöffnet. Mit einer Gesamtfläche von etwa 13.000 Quadratmetern ist die Barbarossa-Höhle die größte touristisch erschlossene Anhydrit-Gipshöhle Europas. Ihr Alter beläuft sich auf ca. 200.000 Jahre. Und da wir uns jetzt gerade im Inneren des Kyffhäusers befinden, scheint dies der richtige Zeitpunkt, um die Sage kurz wiederzugeben. Nachdem der alte Kaiser Barbarossa auf seinem letzten Kreuzzug beim Baden ertrunken war, soll sein Geist durch einen geheimnisvollen Zauber zurück in den Kyffhäuser gewandert sein, wo er seither in einem unterirdischen Schlosse weilt. Dort sitzt er schlafend an einem großen runden Tisch aus Marmorstein, den Kopf in die Hände gestützt. Sein roter Bart leuchtet wie Feuersglut und ist ihm längst bis auf die Füße gewachsen. Alle 100 Jahre erwacht der Kaiser aus seinem tiefen Schlaf und blinzelt mit den Augen. Dann winkt er seinem treuen Zwerg Alberich zu und bittet ihn hinaufzugehen und nachzuschauen, ob die Raben noch um den Berg fliegen und krächzen. Ist dies der Fall, wird der Kaiser traurig und murmelt in seinen Bart, dass er noch weitere 100 Jahre werde warten müssen, um in die Welt zurückzukehren, um dort Frieden und Einheit zu stiften. So schließt er seufzend die Augen und schläft abermals ein. Erst wenn der Bart ganz um den runden Marmortisch gewachsen ist, wird das Warten ein Ende haben, wird sich ein stolzer Adler in die Lüfte emporschwingen und die Raben vertreiben. Dann erwacht der Kaiser mit seinen gleichfalls verzauberten Getreuen, steigt zur Welt in seinen Pfalz hinauf und wird allenthalben Recht und Ordnung schaffen. Soweit die Sage. Doch auch andere Berge oder Gebirgszüge in Deutschland nahmen den Aufenthaltsort des Kaisers für sich in Anspruch. So etwa der Untersberg im Salzburger Land. Auch dort erfreute sich die Sage großer Beliebtheit, wo sie sich im Laufe der Jahrhunderte mit weiteren zahlreichen Sagenmotiven des lokalen Volksglaubens verband. Schließlich aber war es Friedrich Rückerts Ballade »Der alte Barbarossa, der Kaiser Friedrich«
von 1817, welche den Gedanken von der Wiederkehr des Reiches Herrlichkeit neu aufleben ließ und damit dem Kyffhäuser endgültig den Vorrang in der Örtlichkeit zur Kaisersage sicherte. Der Glaube daran, dass berühmte Persönlichkeiten heimlich weiterleben, ist ja nun beileibe keine Erscheinung der Vergangenheit. Auch von John F. Kennedy, dem Hoffnungsträger des amerikanischen Volkes, hieß es noch Jahre nach seinem Attentat, er würde irgendwo in einer geheimen Base am Leben erhalten. Und sind wir mal ehrlich, wahre Könige sterben nie. Jüngst war es Peter Jackson, der mit seiner Verfilmung des Herrn der Ringe das Sagenmotiv des schlafenden Geisterheeres in animierte Bilder tauchte. In seinem Buchklassiker lässt Tolkien den künftigen König Aragorn in die Tiefen eines Gebirges hinabsteigen, um dort ein Geisterheer um Hilfe für den Kampf gegen Mordor zu ersuchen. Der Geisterkönig und seine Mannen wurden in diesem Berg für ihre einstige Untreue zum ewigen Leben verbannt. Dadurch, dass sie Aragorn im Kampf nun treu zur Seite stehen, werden sie schließlich von ihrem Fluch erlöst. Wir wandern derweil weiter durch die Barbarossa-Höhle und erreichen schließlich den sogenannten Tanzsaal. Um Barbarossa gerecht zu werden, errichtete man ihm dort aus einigen Gesteinsblöcken einen Stuhl und einen Tisch. Darauf eine leuchtende Krone, die hier symbolisch darauf wartet, von ihrem Herrscher wieder aufgenommen zu werden. Und wer sich traut, kann freilich darauf Probe sitzen. Dann hat uns das Tageslicht wieder und wir lassen die Höhle hinter uns. Das freut mich sehr. Die Sage um einen im Berg schlafenden Kaiser konnte allerdings nur entstehen, da im Volksglauben noch Erinnerung an weit ältere Mythen und Begebenheiten existieren. Vor tausenden von Jahren, als noch keine Religionen existierten, war auch in Europa der Schamanismus und sein mit ihm verbundenes animistisches Weltbild verbreitet. Die Natur war von Geistern und vielerlei Wesen bewohnt, von denen die mächtigsten in großen Bergen oder auf deren Gipfeln wohnten.
Als der Glaube an übermächtige Götter sich ausbreitete, waren es abermals hohe Berge und Gebirge, die als deren Sitze galten. Sogenannte Wodans oder Woddensberge sind über England sowie in ganz Deutschland verbreitet, auch wenn viele im Laufe der letzten Jahrhunderte andere Namen bekamen. So auch der heutige Kyffhäuser, der einst Wodansberg hieß, da ihn gerade in Mitteldeutschland die Thüringer als den höchsten Zauber- und heilkundigen Gott verehrten. Diese Berge dürfen jedoch nicht als bloße Kultstätten des Gottes gedacht werden, sondern man wähnte auf oder gar in ihnen Wodans Aufenthaltsort. Auch Kelten und Germanen wählten für ihre Sitze stets höher gelegene Orte. Wie Grabungsfunde belegen, wohnten bereits während der frühen Eisenzeit Menschen auf dem Kyffhäuserberg, dessen Gipfel als Höhensiedlungen genutzt wurden. Die alte Sitte, Könige und höhergestellte Menschen in Grabhügeln beizusetzen, mag daher auf eben jenen Glauben zurückgehen, ihnen im Tod ähnliche Wohnungsverhältnisse angedeihen zu lassen wie zu Lebzeiten. Die prächtige und reiche Ausstattung von wohlgemerkt bis zu ihrer Entdeckung nicht geplünderten Grabstätten zeugen davon. Berge oder auch künstlich aufgeschüttete Hügel galten nach ihrem Tod somit als Aufenthaltsorte im Jenseits. Aus dem Götterglaube erwuchs die Göttersage, aus dem Volksglauben die Volkssage. Mit der Verbreitung des Christentums wurden die heiligen Berge jedoch nicht mehr von Göttern bewohnt, sondern von Helden und Königen. Verstarb nun ein solch großer Herrscher oder Held, auf dem die Wünsche, Sehnsüchte und Hoffnungen von Gruppen oder gar eines ganzen Volkes lagen, dauerte es meist nicht lange, bis Legenden entstanden, die sein Fortleben an einem geheimen Ort zum Inhalt hatten. Hieraus entstand das mythische, später in der Romantik auch literarische Motiv der Bergentrückung, das sich in unterschiedlicher Ausprägung in einigen europäischen Kulturen findet, vor allem aber ein typisch deutsches Motiv ist. Gemeinsam ist allen die Vorstellung, dass Personen aus der Welt der Menschen ohne zu sterben verschwinden und sie in einer Art Unterwelt oder Zwischenwelt weiterleben, aus der sie, oftmals über Jahre hin zeitversetzt, eines Tages wieder zurückkehren. Man glaubte auch vom Wind, er ruhe in Bergen und breche zu bestimmten Zeiten daraus hervor. Wodan beherrschte das Totenreich im Schoße der Berge. Als finsterer Sturm und Seelengott wachte darin der alte Wodde mit seinem Geisterheer. Zur Zeit der Herbst- und Winterstürme zog er dann mit seinem Totenheer, das überall als wilde Jagd gefürchtet war, durch die Lande, um die umherirrenden Seelen gewaltsam Verstorbener in seinen Geisterzug einzuverleiben. Schaurig drehen sich die Bäume, morgen sie wie schwere Träume. Was will diese? Dieser zog mit fürchterlichem Gerassel unter Schreien, Johlen, Heulen, Jammern, Ächzen und Stöhnen durch die Lüfte. Zuweilen aber soll er auch liebliche Musik gemacht haben, was dann als ein gutes Omen verstanden wurde. Ansonsten kündigte er Unzeiten an. Allgemein gilt aber, dass die wilde Jagd dem Menschen nicht feindlich gesinnt ist. Doch ist es ratsam, wenn ihr Kommen naht, sich niederzuwerfen oder sich im Hause einzuschließen. Wer das Heer provoziert oder verspottet, wird unweigerlich Schaden davon tragen.
Ausreichende Funde auf Spangen, Münzen oder Runeninschriften beweisen indes, dass Wodan in Deutschland keineswegs bloßer Nacht- und Windhut oder gar nur ein Dämon war, wie etwa im Münchner Nachtsegen behauptet wird. Paulus Diaconus, ein im 8. Jahrhundert lebender langobardischer Mönch und Geschichtsschreiber, schrieb in seinem Werk über die Geschichte der Langobarden vor ihrer Bekehrung: Wodan wird von allen Stämmen Germaniens als Gott verehrt. Kommen wir zuletzt noch zu Odin, der nordischen Entsprechung des Wodan. In einer nordischen Sage nennt Odin sich auch der Alte vom Berg. Dort ist nachzulesen, dass ein König namens Sveigdir ausfuhr, um Odin und den Wohnsitz der Götter aufzusuchen. Eines Abends erblickte der König unter einem Stein einen Zwerg sitzen. Der rief Sveigdir an, hereinzukommen, wenn er Odin besuchen wolle. König Sveigdir, der angetrunken war, lief in den Stein, der sich alsbald hinter ihm wieder zutat. Niemals kehrte der König daraus wieder zurück. Der Zwerg als Türöffner oder Bote ist also ebenfalls ein weit älteres und verbreitetes Motiv. In Schweden gibt es ein paar Berge, die früher Valhall genannt wurden. Hierin finden wir noch die Verbindung vom Totenhügel oder Berg zur Totenhalle, sprich der Valhall. Während der Wikingerzeit wurde unter dem poetisch vergeistigten Einfluss der Skalden aus dem Totenhügel die Totenhalle und schließlich das glänzende Valhall, die reich und prachtvoll ausgeschmückt zum Kriegerparadies avancierte. Auch hier begegnen wir dem alten Glauben, dass wenn dem Land, in dem Fall Asgard, Unheil droht, die Pforten der goldenen Halle sich öffnen, um Tausende von Einherjern zu entlassen, um für ihren Allvater in die letzte große Schlacht, namentlich die Ragnarök, zu ziehen. Wir fassen zusammen. Mit der Errichtung des gewaltigen Kyffhäuser-Denkmals auf dem Terrain der ehemaligen Burganlage nutzte das Wilhelminische Kaiserreich die Volkssage über Friedrich I. zur eigenen Reichsverherrlichung. Während Barbarossa am Fuße in seiner Höhle ruht, präsentiert sich darüber das Reiterstandbild von Wilhelm I. als heroischer Erbe der Staufer. Würde man geschichtsgetreu das Denkmal nach unten mit einem Schacht verlängern, müsste dort eigentlich, als einstigem Ahnherrn des Berges, ein Bildnis von Wodan stehen. Doch so tief hinab reichen die Wurzeln stolzer Herkunft in einem christianisierten Abendland dann wohl doch nicht. Und die meisten werden wohl froh sein, dass er dort nicht steht. Wir aber vergessen ihn nicht, den alten Wanderer und Graubart, dessen Name und Geist nach wie vor diesen Berg umgibt. Heil sei dir, Wodan!
und Heil sei euch allen. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr uns künftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch hier auf YouTube. Dankeschön. Und wird einst wiederkommen.